Nun, wie ihr seht, Piccolo muss sich ein bisschen abreagieren, er muss sich meditieren, muss in sich kehren und so weiter. Weil er total sauer ist, dass ich im letzten Part beinahe abkrepieren lassen habe. Schönes Wort, wa? Ja, willkommen zurück hier. Ich bin auf der Jagd nach Dr. Gero, hier oben im Norden, Stufe 30. Das ist zwar nicht schlecht, aber Piccolo braucht noch ein Weilchen, bis er so weit ist. Also, naja, ansonsten, wie sieht's aus? In der Steckkapsel plus 5 noch, geil. Ich könnte noch eine Ausdauerkapsel geben, ich lasse mal noch. Wenn ich richtig erinnere, war Gohan war ein Allrounder, genau. Ich glaube sogar Goku war noch schlimmer, der hat wirklich alles irgendwie gleich Level hoch. Also Gohan nicht, vor allem Stärke und Energie ist ziemlich hoch bei ihm. Und bei Goku müsste alles etwa auf dem gleichen Standpunkt sein. Piccolo dümpelt noch ein bisschen hinterher. Vegeta hat vor allem mehr Ausdauer. Ich glaube Trunks hat vor allem sehr viel Power. Was sie da so macht, dass ich halt Piccolo noch ein bisschen Stärke gebe. Naja. Aber zuerst einmal geht's auf die Jagd nach Dr. Gero. Wo war denn der schon wieder? Mir kommt alles hier bekannt vor, ist kein Problem. Oh. Der war hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube sogar hier oben, direkt nach dem nächsten Gebiet, glaube ich. Sogar hier noch? Ich glaube, jetzt kommt er. Ja, sieht doch verdächtig aus. Okay, plus 3, wer braucht's? Kampf mit Dr. Gero weniger, vielleicht Vegeta später. Wo bist du, Gero? Wo bist du? Hä? Verwirrung? Da ist er ja! Du versuchst mein Geheimlabor zu finden, stimmt's? Aber selbst wenn du es findest, wirst du nie hineinkommen. Na, du wirst geheilt. Tschüss, können wir eigentlich abhauen? Nö, mal klar. Jetzt kriegen wir eigentlich hier Energie plus 3. Ich meine, ich kann sowieso keine Energie abfeuern, macht ja keinen Sinn. Außer natürlich wäre Vegeta, okay. Wenn ich länger Super Saiyan wäre. Alter, ist ja weniger als das letzte Mal. Also ne, punktemäßig gleich viel, aber halt bringt weniger. Jetzt haut der schon wieder ab, da gibt's einfach nichts. Wo war jetzt hier das geheime Trainingsareal? Ja. Jo! Ei! Dann nicht gut! Du komm her, ich brauche ein Level up! Dann tue ich sowieso nichts, aber egal! Boom, boom, boom! Aua! Man schmeißt doch mit Bomben auf Namekianer! Tschüss! Ah! Aua! Ich glaub, hier oben links. Was geheime Trainingsareal? Könnte das hinkommen? Mal speichern. Jo, hier müsst gewesen sein. Ich glaube, da kommt sogar das Piccolo noch gar nicht hin. Da ist nachher ein. Wobei, es gibt hier. Wir können es gleich mal angucken. Ja, da sind wir richtig. Ich renne mich wieder. Das Piccolo müsste auch gehen. Jo, orange ist ja Goku, genau. Nur Goku darf diese Barriere passieren. Jetzt müssen wir gucken, oben ist ein Triceratops, wa? Der macht uns Schaden. Hier durch, ganz kurz gucken. Was nur hier? Jo. Was haben wir da Schönes? Natürlich ist Gohan hier ein bisschen einfacher, alles klar. Wenn ich mich richtig erinnere, muss Piccolo nach diesem Kampf direkt ein Level up haben, weil es gibt so viele Erfahrungspunkte, der Kleine. Man glaubt es kaum, aber ist so. Natürlich mit Gohans Attacke ist es noch viel einfacher zu trainieren, mit seinem Senku H. Ja, würde ich jetzt eigentlich jedem hier empfehlen, hier zu trainieren. Das macht doch eigentlich relativ viel Schaden, wa? Natürlich geht es mit Nahkampfattacken auch, oder zum Beispiel mit Wirbelattacken von Piccolo. Aber man sollte hier ruhig ein bisschen. Aber gesagt, da gibt es so viele Punkte. Alter!
Also das nicht mal krass, ey. Ja, sorry, aber da muss der drin. Also da kann es gar nicht anders machen. Was anderes macht, das geht gar nicht. Mal gucken, wie viel fehlen wir jetzt noch? 39.000, war. Da gibt bestimmt irgendwie direkt 19.000 so. Na, komm runter. Kann uns ein bisschen anlocken. Da kommt nicht immer gleich sofort. Machen wir noch gar nichts. Ja, das kann passieren, dass er echt nicht kommt. Muss man wieder raus und reingehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so geplant ist. Nee, vermutlich eher weniger, dass man das überhaupt nicht machen sollte. Deswegen gibt es so viele Punkte. Na? Jo, seht ihr, jetzt kommt er wieder. Komm runter, Mann. Boom! Hier bin ich, Mann, du mieser Triceratops. Mal gucken, wenn ich annehme, 2 pro Level ab war, also insgesamt 6 für Level 30 und ganz kurz zurückgehen. Für die geheime Passage und doch mal gucken, war. Na, komm schon, Kleiner. Yo, Alter. Hohoho. Und der gibt 25.000 Erfahrungspunkte. Leck mich am Arsch! Das ist mal viel, war das ist aber keine Minute der Kampf. Boah! Also das ist ein geiler Trick. Denn damals, ja, nur das damals irgendwie gemerkt habe. Aber eben ist es auch so, ich wollte da irgendwie gucken, barrieremäßig, seht ihr, okay, Goku muss drängen. Plötzlich kommt er auf mich zu und ich denke mir so, Und ich hab da mit Gohan gezockt. Da hat er mir so, okay, Gohan, was denkt Gohan? Vielleicht klappt's ja. Und tatsächlich hat geklappt. Ich bin gerade mal gespannt. Eben klappt das so gut. Aber eben, der trifft mich halt auch, das ist ein bisschen doof hier. Geht's auch so, wenn ihr ein bisschen Ding sparen wollt. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Ups! War auch gerade ein bisschen überrascht von dem. Wieso so früh plötzlich? 28! Yo, Mann! Jetzt geht's hier langsam richtig ab. Er hat 491 HP. Ja, ist halt so. Gohan hat zwar viel Stärke, viel Energie, aber halt relativ wenig vom Rest. Und ist natürlich Piccolo und Vegeta schon ein bisschen besser. Alter, Vegeta, ey. Jo, direkt nochmal, war. Was meint ihr, ist zu viel, soll vielleicht später nochmal hinkommen? Als ob es schon eigentlich schon letzten Part vielleicht ein bisschen zu viel trainiert und. Wir suchen es mal, wa? Ich bin eigentlich immer stärker, von dem müsste es ja auch immer schneller gehen. Hey, unten bin ich, du Schwachkopf! Ja, das kann vielleicht nochmal nicht, wa? Eben, es klappt nicht mit dem Triggern, das ist ein bisschen doof. In der Regel würde ich mal sagen, ich habe das damals festgestellt, ich glaube irgendwie 3 von 5 Versuchen klappt's. Ein anderes versuchen. Ah, jetzt wieder. Komm nur näher. Jo, da müssen wir bereits viel schneller gehen. Bisschen schade, weil so normale Gegner auch keinen KP-Balken haben und jetzt direkt sehen könntest, aber hey.
Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist einfach nur krass geil, was man hier so, so geil trainieren kann. Komm, jetzt bin ich gerade dabei, jetzt, nee, jetzt machen wir noch Level 30, come on. Also, wir sind mit Piccolo und Rest machen natürlich noch nicht, das vielleicht ein Offscreen oder später mal. Also, Offscreen kann man fast nicht mehr machen, weil. Ich weiß, Trainingsparts sind eigentlich langweilig, aber hier geht das eigentlich doch noch relativ schnell. Und wenn ich halt das auch wieder offscreen mache, dann irgendwie plötzlich, nur 20 Parts wird das Projekt beendet. Das wäre auch doof. Ja, komm schon, komm schon. Geil, 1-1-2, wir brauchen jetzt noch 54.000. Das wird jetzt noch ein bisschen kniffliger. Wobei, jetzt kommen noch die Kleinen ja auch noch dazu, also nochmal 2 und dann ist er down. Ja, doch, müsste reichen. Wird es 2.000 geben. Komm runter, Mann! Du. Lalala. Alter, muss ich sagen, so schnell hatte ich Piccolo noch nie auf Stufe 30. Ich hab's früher eigentlich immer so gemacht, dass ich erst mit Guan voraus bin, oder wenn es halt nicht anders ging mit anderen Charakteren, aber Guan hat schon irgendwie bevorzugt. Dann halt nacheinander noch trainiert. Aber Piccolo war natürlich schon ein bisschen Power-Up noch. Vor allem ja auch wegen, wegen Zell und so weiter. Bis er sich auch mal, also sprich bis er da oben auch mal das Z-Zeichen bekommt und sich transformieren kann, das dauert noch ein bisschen. So, einmal noch, dann. Jo, passt da, oder? Komm her, Mann, du. Er will nicht, okay, nochmal antriggern. Na, jetzt sagt er plötzlich, nee, Mann, ich lass mich nicht mehr verarschen. Doch, eben schon. Ja, sind noch ein bisschen zu nah dran. Ja, jo, jetzt passt's. Verdammt, diese Tür kommt nicht durch! Ist mir doch scheißegal! Gib mir deine Punkte, Mann! Ja, noch ein oder zwei, dann müssen wir ihn haben. Yo, Stufe 30! Jetzt reiß ich aber, jetzt ist finito hier. Und trotzdem guckt man das, 36.000, also nochmal zweimal ran und jetzt schon noch, also, es ist echt krass. Ich kann es nicht anders sagen, ich weiß, es sagst schon ein bisschen häufig, das Wort krass, du bist ja voll krass, ey. Aber stimmt. Gut, die Ausdauer steigt ja auch, deswegen kriegen wir auch weniger Schaden. Oh, jetzt reißt es aber. Also, weiß ich, mit dem Bomben muss man echt so nachher lösen, da kommt es nicht mehr ran sonst. So, ein Piccolo auf Stufe 30. Ist auch mal ganz nice. Bergunung ist halt weg. Danke, Mann. So, hier war das Tor. Stufe 30. Mal gucken, was uns erwartet. Servus, wow!
Keine Flammenwerfer. Aber was Ähnliches. Hat das gesehen? Das sah riesig aus, aber kaum Punkte gebracht. Trotzdem hat Red Ribbon, also, jo. Digga, was war denn hier? Hol eine Kapsel, Namekiano? Namekiano! Der erste übrigens! Ich hab die Erde bereist, mir gefällt es hier, halt frisch Luft und kämpfe durch, ob ich jetzt alles zu meinem Volk zurückkehre. Ein von sieben! Den Rest, ja, die meisten zumindest müssen wir mit Goku holen. Wobei, ich glaube, es geht auch anders, aber, egal. Oh, der ist schon wieder da! Arsch mit Ohren. Ich weiß gerade, wäre der überhaupt noch eine Trainingsmöglichkeit? Eine ganz lahme. Nee, nee, da ist ein kleiner Triceratops von vorhin, ist ja besser. Ganz eindeutig. Mann, ich will doch. Mann, Alter, jetzt reiß mir hier aber. So, noch mitgenommen. Die Vögel lassen wir in Ruhe, die bringen sowieso nichts. Außerdem fliegen wir direkt in den Weg rein. Au. Und so auch mal durchgehen von wegen. Ja, hallo Leute, ist schön auch kennenzulernen, aber ich geh lieber mal. Und die so, nee, Mann, du bist ein Feind, wir müssen dich vernichten, es ist so gescriptet. Nicht so mal, ja. Versucht's nur, versucht's nur. So. Krass, war. Und so schnell steigt Pico in einem Part um 5 Level. Ja, leck mich, oh, ey. Okay, ab zu Dr. Gero. Hey, Piccolo, sieht so aus, wie diese Barriere hier von Dragonator mit Energie versorgt. Sag mal, Bulma, wie quatschst du eigentlich mit ihm gerade? Der einzige Weg, da durchzukommen, ist, diese Generation zu zerstören. Oh, ich erinnere mich wieder. Training-Session geht weiter. Ja, ohne Witz. Die können im Fall auch übel sein. Wegen Selbstzerstörung. Wir sind schon gut trainiert, also. Au. Jo. Drei Generatoren hier Platz machen. Und weiter geht's. Ist bereits Nummer 1. Ja, schon wieder. Kann man draufhauen, wa? Jo. Nummer 1 deactivated. Müssen wir reinziehen, ey. Wir sind Z-Krieger oder so von dem her. Und so etwas hält uns auf. Also muss man sich schon teilweise fragen. Okay. Aber egal. Davon abhalten, mein Labor zu betreten! Naja, versuch's doch nur. Dr. Gero, ich bin bereits Stufe 30, ja, also, genau, so viel dazu. Der kommt noch häufiger. Au! Zwei, okay. Drei? Vier? Alter! Darauf lassen haben sie recht nicht. Was war denn hier unten noch? Da geht's okay weiter. Ja, Alter! Ich bin gerade erschreckt, ey. Auch noch weiter und da oben auch noch und das sind Alter, das sind ein paar. Hakon Goos und Fu! Und alle drei futsch. Ich hätte irgendwie Bock hier mit Vegeta durchzumarschieren, wa?
Golden Capsule! Wir sind bald auf 25! Geil! Aber nee, dauert schon etwas. Vor allem, weil, soll ich mich erinnere, kriegt man sowieso die letzten Kapseln eh erst auf den letzten Inseln, also, jo. Aber wenn ich jetzt alle auf dem Weg hierhin finden sollte, das Abschluss kann man sowieso erst am Ende angekommen ist. Ah ja, stimmt, da die Trainingspassage hier oben. Was war denn hier noch Schönes? Noch ein bisschen Training. Moment! So. Soldaten, Roboter. Was? Das eiförmige Roboter. Damit wir noch mehr Nahkampf entwickelt. Und ihm noch kein Level ab. Ja, die geben nicht so viele Punkte leider. Aber hier irgendwo war ein Save Point, das weiß ich auch noch. Oder das fällt mir gerade ein. Alter Piccolo, der räumt jetzt richtig ab. Och, nun war das. Oh nein. Das ist das mit dem Dino-Ei. Oho. Oder war das da mit dem Dino-Ei? Ja, glaub schon, ne? Wir sehen sie gleich. Der Part ist auch schon längst vorbei, Mann. Dü. So, danke schön. Was ist doch nicht hier? Irgendwo war das. Ich dachte, das war hier. Noch eine goldene Kapsel! Hm. Wo war denn das? Alter, mein Gedächtnis, ey. Ich wusste es doch! Ich wusste doch, hier oben war es. Aber das, Freunde, gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Dann aber mit Vegeta, weil sonst den Tuttle im Hintertreffen, das wäre ja auch nicht geil, wa? Jo, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier damit Super Saiyajin Vegeta wieder. Bis dahin. Natürlich mit diesem allglatten Dino. Jo. Ciao zusammen!